Hier. Hab dich. Das war knapp. Danke, Thor. Ich wollte die Maske nicht. Loki, das ist es. Wir stehen kurz vor großen Dingen. All unsere Arbeit, gemeinsam. Gern geschehen. Tut mir leid. Ihr seid hier weshalb? Sein Vater tötete Heimdall. Fossetti hat Beweise. Schnappt ihn. Nein, lasst ihn in Ruhe. Ich befehle es. Du sagtest, es wird kein Asenblut mehr vergossen. Du sagtest, Familie geht vor. Glaubst du nicht, dass es Vergeltung dafür ist, dass er sich hier aufhält? Er hat deine Enkeltochter in Gefahr gebracht. Deinen Sohn unglücklich gemacht. Loki hat Heimdall nicht ermordet, sondern sein Vater. Deine Tochter ist alt genug, ihre eigenen Fehler zu machen. Und dein Ehemann hat wieder zu trinken begonnen, weil er es wollte. Wegtreten! Ihr zwei, auf ein Wort. Siehst du nicht, was hier geschieht? Er beschützt uns nicht. Magni, Modi, unsere Jungs. Wir erzählten ihm Geschichten und saßen am Feuer. Erinnerst du dich? Wir haben ihn Holzpferde geschnitzt. Wir haben gespielt und gelacht, bis die Sonne sank und sie bei uns eingeschlafen sind. Dann schickte Allvater sie in den Kampf wie brüchige Messer gegen eine Gebirgswand. Und wofür? Was, wenn Frut stirbt? Weißt du, mir ist endlich etwas eingefallen, das ich dir beibringen kann. Hey, lass das! Ich hoffe, du hast recht. Sindri, du weißt, wie man einen Abgang plant. Atreus. Zum Glück geht's dir gut, Junge. Komm gerade rechtzeitig raus. Aber in Asgard bin ich wohl nicht mehr willkommen. Warte, warum warte ich hier draußen? Sindri sagte uns, wo du ankommen würdest, wenn du Ärger hast. Oh, ich dachte, ihr wärt ohne mich auf Erkundung. Nein, Junge. Dein Vater hat sich Sorgen gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst... Mimir. Ach bitte. Zu Hause ist alles so voll und angespannt. Vermisst du nicht, dass wir drei losziehen und Abenteuer erleben? Das Unvermeidliche rauszögern. Ganz genau. Nicht die schlechteste Idee. Ich will allen die Maske zeigen, aber das hat Zeit. Keine Lindwürmer mehr? Was? Hast du vergessen, dass sie die Welten auffressen? Solltest du nicht gerade die Hirsche suchen? Dich nützlich machen? Na, was gibt es noch? Wir haben noch nicht alle deine Kreaturen gefunden. Wir suchen weiter. Unvollständig. Schade. Oh, ruhig. Das ist ein sehr umsichtiger Hinweis und wir wissen deine Weitsichtigkeit zu schätzen. Deinen Weitblick. Hörst du bitte auf, so ein Perfektionist zu sein? Nein. Welchen Aspekt vertritt er dann? Oh, meinen Perfektionismus. Ich sollte mich nicht aufregen. Er ist einfach so befremdlich sparsam mit seiner Prosa, weißt du? So lakonisch, um nicht zu sagen prägnant. Weniger Worte, größere Wirkung. Der gefällt mir. Ach, das dachte ich mir schon.
So, jetzt kennst du sie alle. Es tut mir sehr leid. Bitte urteile nicht so hart über mich, Meister Kratos. Bin weg. Ich habe wohl genug eurer Zeit beansprucht. Ich bin wieder da. Hey, du hast's geschafft. Ich hole Tyr. Komm zu uns an den Tisch, wenn du bleiben willst. Seht ihr? Ich sagte doch, der Schlüssel bringt ihn heim. Wegen einem Schlag mit einem Hammer. Zwergenmagie ergibt keinen Sinn. Nicht wahr? Das eine Mal hat Lunda ein Brustschild aus Hundegebell gemacht. Du bist zurück. Das verstehe ich. Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass dieses Ding den Preis wert war. Du hast sie. Was hat sie dir gezeigt? Ich konnte sie noch nicht benutzen. Ich musste fliehen, wegen Heimdall. Aber zumindest hat Odin sie auch nicht. Aber wenn du keine Antworten von der Maske bekommen hast, hast du einfach nur Odins größten Schatz gestohlen. Gleich nachdem dein Vater seinen treuesten Anhänger tötete. Niemand ist sicher. Nicht mal hier. Wir haben also keine Wahl. Wir finden Sutr, blasen das Djatlahorn und führen Odin seiner Strafe zu. Jetzt! Du würdest jede Seele in Asgard einäschern und es Notwehr nennen? Schmiedet er auch mal einen Plan oder macht er nur die der anderen schlecht? Der offensichtliche Plan liegt direkt vor uns. Wir brauchen Odin für die Maske nicht. Wir schleichen uns nach Asgard und nutzen sie selbst, direkt vor seiner Nase. Wir holen uns das Wissen, um diese Kriegsprophezeiung ein für alle Mal zunichte zu machen. Nur, so leid es mir tut, haben wir keinen Weg nach Asgard. Sie haben das große Horn, oder nicht? Oh, Sie sollen sich also nach Asgard schleichen und ein Horn blasen, das durch alle Welten schallt? Ich meine, dass du mir den blauen Hintern lecken kannst. Bitte, denkt einfach mal darüber nach. Kratos, was meinst du? Wird nützlich sein. Oh, ich kann dir alles Mögliche schmieden, aber sicher nicht deine Pläne. Ich werde dir aber zuhören, wenn du soweit bist. Das weiß niemand. Aber sie soll alle Antworten der Schöpfung liefern können. Diese Maske. Die leichten Antworten, die sie verspricht. Eins weiß ich. Abkürzungen haben ihren Preis. Atreus, du hast sie getragen. Was meinst du? Sie ist eine Chance. Schlimmstenfalls nutzen wir sie als Köder für Odin. Bestenfalls, wenn sie wirklich alle Antworten hat, gehen wir unseren eigenen Weg. Und niemand muss sterben. Toll! Jetzt brauchen wir nur einen Weg nach Asgard. Ich weiß, dass ich eine Bürde gewesen bin. Ich weiß, ihr habt euch gefragt, warum ihr mich aus diesem Loch geholt habt. So wie ich. Jetzt weiß ich es. Hierfür werde ich gebraucht. Das ist meine Bestimmung. Ein letztes Mal nehme ich meinen Speer und ich führe uns nach Asgard. Verzeihung! Aber wenn du einen Weg nach Asgard weißt, wo genau war denn diese Idee die ganze verdammte Zeit? Das ist eine ziemlich vernünftige Frage. Du hast Asgard geschützt. Du hättest uns alle umgebracht. Und wir mussten Loki Zeit geben, sein Schicksal zu finden. Hier ist es. Alles führte genau hierher. Wenn wir wirklich reinkommen, dann hole ich mir Odin. Ich halte dich nicht auf. Wir können beides. Ganz richtig. Wenn uns die Maske keinen Ausweg bietet, dann wenigstens einen kleinen Vorteil. Nichts dagegen. Dann lasst uns gehen. Und zwar schnell. Bevor er weiß, dass wir kommen.
Er hasst Überraschungen. Ganz langsam, du elender Baum! Ich will immer noch die Details hören über diesen, neuen Weg nach Asgard von dir! Spuck's aus! Ein uralter Pfad, von hier erreichen wir ihn nicht. Wo dann? Ich hol nur meine Sachen, dann zeig ich's dir. Du hast keine Sachen! Und wohin willst du mit dieser Maske? Rock. Das Ding gehört dem Jungen. Er hat's verdient. Du hast nichts gemacht als halbwegs essbare Suppe. Rock, ist schon gut. Ist es nicht. Die Sache stinkt. All diese Teile passen gar nicht richtig zusammen. Wie, dass er die ganze Zeit Loki zu dir sagt. Du kennst seinen richtigen Namen. Hey, ich rede mit dir. Hältst du jemals den Mund? Ausgerechnet, Odin. Lass den Jungen gehen und stell dich mir. Dein Bruder soll mir die Maske geben, dann bin ich dabei. Stehen. Freya? Wenn er stirbt. Na, das war nicht der Teil des Plans, aber wenn er stirbt, sind wir quitt wegen Heimdall. Und ganz ehrlich, da hab ich draufgelegt. Ich werde dich töten. Verlass dich drauf. Schön, wieder Zeit mit dir zu verbringen. Freya, bitte. Du kannst nicht an zwei Orten zugleich sein, Freak. Hey, ich halt still und ihr auch. Tut nichts, was ihr noch bereut. Ich bereue viele Dinge. Dich zu töten wird nicht dazugehören. Jetzt lass ihn los! Ich hab die Kontrolle hier. Her mit der Maske! Los! Atreus! Zu schade, Junge. Wir führen wohl doch einen Krieg. Bitte, du musst ihn retten. Du musst es. Geh nicht. Geh nicht. Vielleicht, wenn ich zum See zurückgehe? Lass es. Ich weiß, was du getan hast. Und ich vergebe dir. Aber du musst aufhören. Du musst loslassen. Doc. Die ganze Zeit. Also, was machen wir jetzt? Jetzt töten wir Odin. Und jeden, der uns aufhalten will. Atreus. Komm. Was? Wohin? Das spielt keine Rolle. Wo geht ihr hin? Wir sind raus. Du kannst nicht davor weglaufen, Kratos. Odin wird nicht aufhören, bis wir ihn aufhalten. Wir brauchen dich hier.
Vater, können wir... Ich möchte jagen gehen. Ich folge dir. Wir sind bei dir, Atreus. Was jagen wir? Hirsche. In welche Richtung gehen wir? In Richtung der Hirsche? Aus. Hat es sich so immer für dich angefühlt? Ja, aber es war richtig. Hier war ich nah bei denen, die ich liebe. Wirklich nah. Willst du darüber reden, was passiert ist? Ich habe etwas gehört. Hier lang. Er braucht nur Abstand. Hier. Spuren. Die führen da entlang. Atreus, Gewalt verändert uns. Ihre Auswirkungen zu spüren, ist keine Schwäche. Wir alle spüren die Auswirkungen. Atreus, die hast du übersehen. Oh, na gut. Stimmt. Dort sind zerbrochene Zweige. Los. Ich sehe es ständig vor mir. Das Messer. Rock. Sindris Gesicht. So. Ellbogen hoch. Präzision vor Tempo.
Wieso? Jetzt läuft er weg. Und wir auch. Ich verstehe nicht. Ist ein Tier verwundet, muss es die Blutung stoppen. Oder es stirbt. Wir wurden verwundet. Und das ist eine Ablenkung. Es ist meine Schuld. Nein. Nein. Wir sollten zu Sindri. Ich habe so eine Ahnung, wo er sein könnte. Gut. Schlitten nehmen. Ich muss mir überlegen, was ich zu ihm sagen will. Natürlich. Wo ich auch hinschaue, werde ich an meine Fehler erinnert. Unsere Taten haben Folgen. Daran erinnert zu werden, ist keine Strafe. Scheint aber so. Die Täuschung durchschaut hättest, die keiner von uns sah. Einen unvorhersehbaren Angriff gestoppt hättest. Es gibt kein Wenn, Atreus. Dein Vater hat recht. Einige Dinge können selbst Götter nicht kontrollieren. Svartna. Speki. Wir nehmen den Schlitten, wenn du bereit bist.
Kirs Tempel. Das ist unser Ziel. Ymir, könnten wir Brock irgendwie zurückbringen? Gundli hat es einmal geschafft. Vielleicht finden wir einen Weg, es wieder zu tun. Ich fürchte nicht, mein Junge. Wenn eine Seele ihre Filtia, ihre Richtung verliert, so wie Brocks die physische Gestalt verlässt, dann erreicht sie den Seelensee nicht. Er ist nicht nur tot. Ihm wurde das Jenseits verwehrt. Da ist nichts zum Zurückholen. Er ist wirklich weg. Atreus, wenn es etwas gäbe, das wir tun könnten, dann würden wir es tun. Versprochen. Ich weiß. Es war ein dummer Fehler, überhaupt darauf zu hoffen. Als der See noch Wasser war. Ich möchte einfach in ein Boot steigen, von hier fortsegeln. Von allem. Man kann nicht vor seinen Fehlern davonsegeln. Man kann sie unmöglich vergessen. Ich habe es versucht. Ja, sie folgen dir überall hin. Egal, wo du hingehst, Junge. Wenn du sie hättest, dann mit einem klaren Ziel. Wir sollten wirklich auf dem Schlitten bleiben, bis wir beim Tempel... Der Aufzug am Ende der Brücke sollte noch funktionieren. So können wir hoch zum Tempel. Atreus, warum glaubst du, dass Sindri dort sein wird? Dort fanden er und Brock sich wieder. Etwas Zerbrochenes Neuschmieden. Er wird dort sein. Sindri. Sindri, es tut mir so leid. Nein. Nein, ich will's nicht hören. Du weißt nicht, was Leid ist. Odin wird damit nicht davonkommen. Meinst du den Odin, den ihr in mein Heim brachtet? Er hielt uns zum Narren. Oh. Aber mancher von uns waren die größten Narren. Nicht wahr? Ich gab euch alles. Meine Schmiede. Meine Freundschaft. Mein Heim. Meine Geheimnisse. Meine Schätze. Und ihr nahmt einfach nur. Und was habe ich jetzt noch? Nicht einmal meine Familie. Du willst leiden? So sieht echtes Leid aus. Was können wir tun?
Wir? Es gibt kein Wir. Es gibt nur euch. Koste es, was es wolle. Was ihr tun könnt. Ihr könnt euch verdammt nochmal verpissen. Komm, Atreus. Lassen wir ihn. Trauere, wie du wünschst. Ich dachte, wir wären auch Familie. Waren wir. Weder gut, oder? Nein. Aber mir wird es besser gehen, wenn wir Odin seiner gerechten Strafe zuführen. Gerechte Strafe? Das ist nicht, was uns antreibt. Sondern Rache. Jeder meiner Pfade führt mich stets zur Rache. Vielleicht haben wir sonst nichts. Wir müssen zu Freya zurück. Zurückkommen. Ziehen wirklich in den Krieg. So weit ist es gekommen. Ja. Als wir wieder in Svartalfheim waren und nach Tyr suchten. Das ist nicht, was ich wollte. Das war nicht das, was ich meinte. Nicht, wenn es bedeutete, Brock zu verlieren. Das wissen wir. Das wissen wir. Sindri wirklich alles genommen. Nimm dir Worte, die in Trauer gesagt werden, nicht zu Herzen, Atreus. Ganz gleich, wie treffend sie sind. Ich weiß, dass wir zu Freya gehen sollten. Aber es würde mir nichts ausmachen, hier in Midgard zu bleiben. Zumindest eine Weile. Ja, ein paar letzte Abenteuer, um uns von... naja, so ziemlich allem abzulenken.
Beende die Geschichte. Mit Vergnügen. Es heißt, in den Feldern von Jötunheim küssten sich Jari und Somer zum ersten Mal. Halt, was? Wie sind sie dorthin gelangt? Das weiß ich nicht. Der Punkt ist, dass sie unzählige Expeditionen zu wunderschönen Orten unternahmen. Doch irgendwann stellten sie fest, dass das Ziel weniger wichtig war, als einfach gemeinsam zu reisen. Und die nicht benennbare Sache? Ein Zuhause. Das hatten Jari und Somer ineinander gefunden. Wissen wir überhaupt, ob Freya noch im Haus ist? Wieso sollte sie nicht? Odins Hintertürchen war auch sein Fluchtweg.
Ohne den verflixten Raben, der wohl in der Besenkammer hauste, sollte das Haus sicher sein. Und für ihre Rache kann sie Verbündete brauchen. Ja, es ist jetzt unser aller Rache. Und kein falscher Tyr kann uns mehr beeinflussen. Oh, wie er Tyrs Streben nach Frieden verhöhnt hat. Und meins.